Hallo und herzlich willkommen im Nerdzeitalter. Ich bin der Sven und ich spiele mit euch Great Houses of Calderia. Und in der letzten Folge wurden wir vom Haus Espelta in den Krieg gerufen, haben unseren Verbündeten, das Haus Vega, ebenfalls in den Krieg gerufen und warten jetzt darauf, dass Tassos zurückkehrt. So. Okay, wir haben ineffiziente Arbeit. Furisio ist der Aufseher der Minenarbeit. Er ist frustriert durch die Ineffizienz der Arbeiter. Sie verschwenden so viel Zeit mit irrelevanten Arbeiten. Er versucht nun, das Problem zu beheben, indem er entweder längere Arbeitszeiten einführt oder indem er nichts tut. Und Peacemaker sagt, er tut nichts. Ja, dann bleiben wir dabei. Er ist auch nicht gut im Militär. Das heißt, er kann schlechter Leute hinschicken, die Leute verprügeln. So. Ja, für 30 Tage machen unsere Minenarbeiter nochmal minus 10%. So. Tassos ist zurück und jetzt können wir hier auf Ray's Army gehen. Wir können Tassos hier reinziehen. Und er darf eine Armee von 12 befehligen. Hier. 5. Wir nehmen hier noch leichte Kavallerie mit. Machen wir hier auch nochmal 5. Ne, 4. 4. 2. 2. So. Okay, und die Armee können wir leider nicht ausheben, denn wir bräuchten Stahl. 3. Okay. Okay, also diese Ressourcen sind hierfür tatsächlich auch relevant. Okay. Dann machen wir das so. Heben die Armee aus. Und... So, was müssen wir jetzt tun? Wir sind mit denen im Krieg. Können hier jetzt nichts machen. Hier im Militär können wir auch nichts machen. So. Ach so, wahrscheinlich dauert das eine Weile, bis die ausgehoben ist. Wir müssen hier nochmal überprüfen. Wir verlieren nämlich Essen über die Zeit. Okay, die Winemakers sind gleich durch. Ja, wir könnten tatsächlich hier auf die Farmer gehen und hier ein bisschen mehr Essen produzieren und lassen das hier mal laufen. So. Okay, wo sind denn die Armeen? Wir könnten uns hierhin bewegen. So. Dann lassen wir die mal laufen. Halt. Exit Move. Wir gehen mal hierhin. So. Kooperationen sind gebaut worden. Sehr schön.
Da schauen wir mal rein. Und jetzt können wir hier mehr Winemakers machen. Okay. Mhm. Okay, jetzt verlieren wir hier so ein bisschen Dinge durch die Armee. Ich schicke mir jetzt mal hier hin. Damit verlieren wir hier nur noch eins. Oder wir schicken dich hier hin und nur noch 0,4. Wenn wir dich hier hinsetzen, kriegst du hier eine ganze Menge mehr raus. Wenn wir jetzt hier einen rausziehen, verlieren wir auch mehr. Rea könnten wir hier hinstecken. Jawohl. Ja, auf den Winemaker können wir nicht verzichten. Wir haben das. Das heißt, wir können hier jetzt einen noch hier hinsetzen. Okay. Dann machen wir hier Close. So, und wir gucken mal, ob wir hier dann gleich Leute sehen. Okay, die Armeen sind alle relativ klein. Okay, wir gucken mal, wo gehen denn die jetzt hin? So. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Das heißt, wir nehmen diese Armee bis da runter. So. Und gehen mal hier hin. Okay. Oh, da kommt auch noch eine 12er Armee. Okay. Hier bewegen sich eine ganze Menge von unseren Armeen. Mhm. Wir können ja mal hier bei Haus Vega Diplomatie, nein. Army Bandits. Okay, Live-Event erstmal. Armintor macht seinen täglichen Spaziergang durch die Burg. Während er sich im Garten ausruht, schnurrt ihn ein weißes Kätzchen aus den Büschen an und streckt sich, als Armintor sich ihr nähert. Als er einen näheren Blick auf sie wirft, sieht er, dass sie weiße Augen hat. Könnte das ein böses Omen sein? Wie soll er diese kleine Kreatur begrüßen? Ja, also ich bin ein Katzenmensch, es geht gar nicht anders. Man kann nicht anders. Also ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch nicht anders könntet. Er versucht, sie zu streicheln. Die Katze interpretiert das aber als feindselig und beißt seine Hand. Er nimmt sich vor, er wird nie wieder so vertrauensselig sein und er wird unzufrieden. So. Wir könnten jetzt mal hier... Trade. Wie sieht's denn hier aus? Produzieren die Wein? Nein, tun sie nicht. Okay, wir können jetzt sogar Luxusgüter herstellen, okay? Also es werden hier immer mehr und mehr Dinge, die man so herstellen kann. Gut, wir gehen hier rüber. Stellst du Wein her? Ja, ein bisschen. Gut, machen wir mal so. Okay, wir nehmen mal hier 200. Jawohl.
Und dafür könnten wir dir, Woller die Waldfee, das nicht. Wir könnten dir Livestock schicken. Wie sieht's denn damit aus? Können Sie hier schicken? Das wären Relations minus 12, minus 15. Okay, also ein Plus kriegen wir nicht. Okay, wir könnten das machen. Okay, jo. Das wären 1,3 pro Tag. 1,3 stellen wir pro Tag her. Das ist okay. Wir schicken sie mit diesem Vorschlag mal los. Wir gucken, was hier passiert. Ein offizieller Besuch. Iago Notario besucht uns. Er wird herzlich willkommen geheißen, denn zwischen unseren Familien gibt es ein gutes Band. Amintor muss sicherstellen, dass er sich wohlfühlt, also dass Iago sich wohlfühlt, und er zeigt den Garten. Ja, und er wird tatsächlich, er ist Diplomat, er ist ein bisschen Ökonom, Collective Intrigue, okay. Politics und Diplomatie. Nee, er wird. Doch, okay, wir machen das so. Er wird. Ja, Fashion ist jetzt nicht so sein Ding. Seins auch nicht. Er ist Egoist, er ist ungeduldig, er ist naiv und er ist risikofreudig. Friend of Animals. Er ist wounded, talkative, dissatisfied. Okay, wisst ihr was? Wir bleiben bei den bei Politik und Diplomatie. Und das war auch tatsächlich gar nicht schlecht. Beide freuen sich über dieses Gespräch. Bleiben aber vorsichtig und auf einem sehr theoretischen Level. Und sie reden natürlich über nichts Kontroverses. Okay. Nisch. Wir springen hier rüber. Und lassen. Okay. Die Zeit weiterlaufen. Okay, die Sichtbarkeit ist natürlich ein krasses Ding. Okay. Trade Delegation. Sowohl Numiki als auch Elsa scheinen von den Konditionen des Deals begeistert zu sein, den wir hier gerade ausmachen möchten. Numiki sieht daraus resultierend die Möglichkeit, etwas mehr aus dem rauszuholen. Ihre Diplomatie ist richtig schlecht, das tut sie nicht. Schade, das hätte ein paar Pünktchen gegeben. Nein, aber wir werden den Deal so machen, wie er verhandelt wurde. Okay. Das bringt ein bisschen familiäre Bindung. So, wie sieht's denn aus? Kommen hier eigentlich noch mehr Leute? So, ich habe hier gerade noch ein paar gesehen. Eine Sägemühle steht in Flammen.
Okay, eine Armee, geleitet von Tosco Galan, ist in unsere Bereiche eingedrungen und hat unsere Sägemühle in Brand gesteckt. Okay. Tja, das war jetzt uncool. So, wir gehen mal kurz hier auf... Oh, Live-Event, okay. Luana... genau. Luana Galeon hat jemanden am Hofe entdeckt, den sie nicht mehr aus ihrem Kopf kriegt. Okay, sie ist 14. Ich habe noch nie für jemanden so empfunden. Sie möchte unbedingt ihre Liebe gestehen. Wie soll Luana ihre Zuneigung zeigen? Aha. Sie ist egoistisch. Sie ist cunning. Ja, schlau. Sie ist aber auch nett und unbedarft, freundlich, zurückhaltend bzw. vorsichtig und ja, sie schenkt ihm eine Regenbogeneidechse. Das könnte jemandem gefallen. Okay. Luana bekommt eine Nachricht zugestellt. Aber es war nicht die Antwort, die sie sich erhofft hat. Amaya Galeon. Ihre Angebetete Amaya, oh, die 48 ist, lehnt das Ganze ab und sagt ihr, hey, werd nicht zu schnell erwachsen. Sie fühlt sich beschämt. Also Luana fühlt sich beschämt. Ja, okay. Okay, jetzt die große Frage. Ziehen wir ihn zurück? Ja, hier haben wir eine relativ geringe War Variness, okay. Okay, Unit Morale minus 10. Das ist schon mal nicht schlecht. 71. Und wir kommen mit ganzen 3 Punkten um die Ecke. Okay. Okay. Wie sieht es denn aus? Können wir diese Armee hier nicht angreifen? Ne, das sind unsere anscheinend. So, wir gucken mal. Nee. Nee, das sind nicht unsere. Das sind unsere. Okay, wir gehen hier hin und gucken mal, ob wir einen Kampf schlagen können. Okay, wir wurden durch eine Armee aufgehalten. Wir stoppen eine Armee, nämlich die von Pompeo Galan. Und Tassos möchte ihn nicht durchlassen. Okay. Wir schicken ihn zurück nach Hause. Und wir könnten wieder teilnehmen an den Handlungen über die Ränge Calderias. So, wie sieht's denn hier aus?
Okay, ihr möchtet hierhin. Ja, ihr bewegt euch hierhin, dann bewegen wir uns da auch hin. So. Und wir müssen hier Dinge reparieren. Wir haben ja die Sägemühle verloren. Wo hatten wir denn eine Sägemühle? Wir gucken mal. Hier hatten wir keine Sägemühle. Hier hatten wir keine Sägemühle, hier auch nicht. Oh, aber wir könnten hier tatsächlich die Irrigations verstärken. Also Bewässerungsanlage machen. Okay, aber hier kriegen wir tatsächlich keine neuen Einheiten. Okay, dann gucken wir hier mal. Ah, hier sind die Sawmills, okay. Bei den Masons. Ja, die müssen wir jetzt neu bauen. Ja. Aber die ist tatsächlich gerade noch gar nicht so wichtig. Die Masons stellen her. Das hier, ja. Das ist eigentlich in einem okayischen Bereich. Wie sieht es denn hier aus? Oh, hier würden wir neue Leute bekommen. Hier nicht. Colonels, 20% mehr. Level 2, okay. So, wenn wir das machen, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Miners Cottage und die Gin. Winemakers. Damit würden wir einen weiteren Berater freischalten. Der ist ein Berater für Intrigen. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das wäre fast eine Idee. Schmieden? Wenn wir einen Mastersmith kriegen. Minus 25 Refinement Bonus, okay. Ressourcen. Ja, bei den Scholars haben wir noch gar nichts. Ja, wir könnten hier die leichte Kavallerie haben wir hier schon freigeschaltet. Eigentlich müssen wir die Vineyard verbessern. Buildings Keep, okay. Wo war denn hier der Sommelier gerade? Der war hier bei den Winemakers, ne? Ja. Ja, das machen wir. Ja, damit geht die Wine Production runter. So. Die sind abgezogen. Wir gehen hier rüber. Und schauen mal. Picture for the Isle of Orsa. Okay, safe journeys. Unsere Vertreterin. Okay. Senogalan wird auf der Straße aufgehalten. Join negotiations. Okay. Volkonotario. Okay, das scheint hier ein Teil des Krieges zu sein. 19, jawohl. Okay.
Okay, wir probieren das mal. So, 91, 77. Los. Und Rhea ist angekommen auf der Insel, wo die Wahlen stattfinden. Okay, da geht es tatsächlich gleich um einen anderen Krieg. Ach so, wir können hier quasi auf... Nee, das ist noch nicht drin. Ja. Okay, das ist noch nicht drin. Building Bonds. Okay. Artis, Diener, informiert Giacinta Creatic. Dass diese ein Geschäft in der Stadt besuchen möchte und sich dort mit ihm treffen möchte. Aritz denkt, das wäre eine perfekte Gelegenheit, um ja, Verbindungen zu verbessern oder zu knüpfen. Und wie soll er das machen? Ja, ich glaube, er begleitet sie in einen Park und versucht eine freundliche Unterhaltung mit ihr zu pflegen. Er wird zufrieden für die nächsten 180 Tage und ja, es war ein nettes Gespräch. Okay. Sieht es jetzt hier aus? Joint Negotiation. Ach, die wurden. Okay. Okay, die wurden bereits gestartet. Diplomatie, nee. Okay, bin etwas verwirrt. Ja, okay. Message in a bottle. Tassos reist auf einem Flussboot sehr ruhig an einem sonnigen Tag. Er schaut über die Schiffsplanken hinweg und sieht etwas im Wasser hin und her schwanken. Er fragt einen seiner Bediensteten, das aus dem Wasser zu holen. Der Bedienstete springt in das Wasser und bringt es ihm schwimmend zurück. Er reicht ihm eine Flasche. Es ist eine Nachricht darin. Ja, und er liest die Nachricht. Okay, es ist eine Flasche. Also, nein, es ist eine Nachricht aus der Flasche, die eine alte Sternenkarte von Konstellationen beinhaltet. Er schaut sich die Karte genauer an und später kontrolliert er die im Nachthimmel. Und er versteht, wie das als eine Navigationshilfe funktionieren kann. Sehr schön. Okay, wir sind wieder auf Null zurück. Das ist schlecht. Okay, unsere Armee ist auf 1 runter. Und wo bist du jetzt gerade auf dem Weg? Gar nicht. Okay. Dann schicken wir ihn heim. Okay, wir haben einen Krieg gewonnen.
Okay. Haus Espelter möchte einen Handel einleiten. Dazu spricht sie mit Armin Thor und sie möchte Weinrieben gegen Metallerz eintauschen. Das Problem ist, wenn wir jetzt rejecten. Nee, passiert nichts. Okay. Gut. Ja, trade rejected. Okay. Okay, Rank Selection. Okay. Wir können Diplomatie. Wir können... Nee, Kelly hat nichts zu tun. Okay, dann schauen wir wieder hier rein. Okay, das würde tatsächlich jetzt funktionieren. Das würde auch funktionieren. Wie sieht das denn hier bei den Minern? Ach so, weil wir keine Leute in der Mine haben. Bei den Schmieden, okay. Und Numiki könnte hier ein bisschen was tun. Es gibt nur ein ganz klein bisschen Bonus. Das ist okay, damit müssen wir leben. Ja. Wir produzieren gerade 0 auf 0 an Wein. Genau, und das ist doch eigentlich ein schöner Moment, um diese Folge zu beenden. Wir haben an einem erfolgreichen Krieg teilgenommen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hoffentlich beginnen dann die Friedensverhandlungen. Ja, bis dahin, bleibt mir gewogen. Ich bin euer Sven. Ciao, ciao.